willkommen zurück zu Penumbra. Ich muss das Ganze jetzt mit Camtasia machen, weil Fraps einfach keinen Bock hat, mir das Spiel aufzunehmen. Deswegen, ich will diesen Part jetzt irgendwie hinbekommen. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt Camtasia benutzen muss. Im Vollbildmodus, das stört mich überhaupt nicht. Hauptsache, ich krieg diesen Part irgendwie gedreht. Ja, wie gesagt, wir haben einen neuen Bereich betreten und ich habe mir die Kiste genauer angeschaut und herausgefunden, dass drauf das Wort Batterie eingezeichnet war. Ja. Ja, und so kam es halt jetzt, dass ich herausfand, dass sich die Batterie hier drin befindet. So, Ersatzbatterie, schön. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach oben. Und wie gesagt, ich habe den Fraps aufgenommen und irgendwann kamen dann, ja, fast noch Einzelbilder, also es hat richtig extrem gelaggt und das war dann nicht mehr schön. Deswegen, nach mehreren Versuchen, habe ich mir überlegt, Dude, machst du das jetzt mit dem alten Camtasia und kriegst den Part irgendwie fertig, scheißegal wie. Es ruckelt zwar immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so extrem wie vorhin. So, aber jetzt widmen wir uns mal den Rätsel. Ersatzbatterie 3. Und einfügen. Okay, Batterie ist angeschlossen. Der Startmotor scheint einsatzbereit zu sein. Dann wollen wir mal. Wenn man hier einen Fehler macht, fliegt die Sicherung raus und man darf den ganzen Kram nochmal machen. Deswegen schauen wir mal auf die Notizen, bevor wir uns daran wagen und irgendwas falsch machen. Betriebsanleitung. Den sekundären Kreislauf, okay. Sekundär, was war das? Ich glaube, das war hier. Vielleicht finde ich ja durch Rumprobieren was heraus. Tja, wie sagt doch der Spruch, probieren geht über Studieren. Okay, weiter. Dampf steigt ja nach oben. Schmiermittel waren, denke ich mal, die Tropfen. Und primären Kreislauf ist 1. Kühlsystem wird dann, glaube ich, der Knopf hier sein. Ich hoffe, das war jetzt richtig, wie ich das gerade gemacht habe. Kühlsystem haben wir, überschüssigen Dampf. Da Dampf nach oben steigt, wird es wohl das hier sein. So, nächster Punkt. Kontrollieren den Schmiermittelgrad. Ich denke mal, das wird das hier sein. Und zuletzt die Nummer 1. So. Ich hoffe mal, es hat jetzt geklappt. Ich probiere es einfach mal aus. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Hä? Die kaputte Sicherung wird sicher nicht weiterhelfen.
Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Das kann ich jetzt vergessen. Okay, muss ich jetzt irgendwie zum Lager hin und eine neue Sicherung holen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich probiere es gerade mal aus. Mir nicht geheuer. Was ist hier drin? Kann man es aufmachen? Nee. Kann man nicht. Nee, die sind noch drin, die Viecher. Da ist noch alles zu. Vielleicht muss er es irgendwie lernen, mit dem Gerät umzugehen und jetzt extra noch eine neue Sicherung holen. Das fliegt hier irgendwo. Nee, hier ist nichts. Nicht. Bringt vielleicht die Kiste irgendwas, dass sie hier rumsteht? Ich verstehe es nämlich gerade nicht ganz. Okay, das war jetzt die Steuerung. Da ist jetzt irgendwie kurz gebuggt. Sorry, Leute. Lasst euch davon nicht irritieren von dem Geräusch. Das ist, wie gesagt, die Viecher sind hier drin. Können uns erstmal nichts anhaben. Ich werde aber hier das Ding mal mitnehmen und woanders lassen. Weil dann kann ich das später als Waffe benutzen.
Deswegen werde ich das hier lassen. Da können wir nichts machen. Shit. Wird nicht weiterhelfen, die kaputte Sicherung zu benutzen. Liegt hier vielleicht irgendwo noch eine Sicherung rum, die man benutzen kann? Wie ich sehe, nicht. Kurzen Stopp, Leute. Ich muss echt mal nachschlagen. Ich weiß hier gerade echt nicht weiter. Ganz ehrlich, Leute, darauf wäre ich gerade nicht gekommen. Die Sicherung befindet sich im Lagerraum. Und das war tatsächlich gerade Sinn der Story, dass die Sicherung rausfliegt. Das heißt, es ist unvermeidlich. Das heißt, der Typi muss erst Scheiße bauen, damit er herausfinden kann, ja, ob es richtig oder falsch ist. Okay, jetzt hat es gerade wieder ein bisschen. Sehr gelaggt. Boah, es hat gerade nervig, aber ich will diesen Part fertig kriegen, deswegen ist mir das gerade egal. So, die Kisten haben nämlich einen Sinn hier drin. Um da oben ans Regal zu kommen, wo hier wohl eine. Ja, da oben ist sie. Nee, kommen wir noch nicht ran. Na komm, nimm sie. Nimm die Sicherung. Okay. Will er anscheinend noch nicht aufnehmen, warum auch immer. Gut, fürs Prinzesschen noch ein kleines Kistchen. Meine Güte. Geht doch, na wunderbar. Jetzt haben wir, was wir wollen.
Nur keine Sorge, Pippis und Moi, ich kümmere mich gleich. Erst muss ich hier fertig werden mit diesem Rätsel. Und drin damit. Das sollte funktionieren, vorausgesetzt die Sicherung hält der Belastung stört. Okay, dann wollen wir das Ganze nochmal anvisieren. So, sekundär war das erste und diesmal schauen wir nochmal genau drauf. Sekundär haben wir. Jetzt kommt das Kühlsystem. Dann muss das richtig sein. So, jetzt komm. Jawohl, das war richtig. Rätsel gelöst. Und safe. Aber uns fehlt noch das Codewort, um reinzukommen. Was war jetzt? Was ist jetzt los? Ist das schon wieder ein Anfall oder was? Jetzt brennt das Licht überall. Als deine Zunge, sodass du meine Worte hören kannst. Du hast das Licht am Anfang, in der Mitte und am Ende des Tunnels eingeschaltet, aber einiges bleibt dennoch im Dunkeln. Meine Morse-Nachricht hat dir hoffentlich weitergeholfen. Was du jetzt brauchst, ist jenseits des Lochs in der Mauer rechts vom Zaun. Geh jetzt, für Erklärung ist keine Zeit. Zeit gehört genau genommen zu den wenigen Dingen, die es hier unten im Überfluss gibt. Aber Überraschungen sollte man sich nicht durch übermäßige Neugier verderben. Okay, es gibt also keinen Kontakt zur Außenwelt. Gut, Morsezeichen. Durch das Funkgerät bestimmt. Moment, Leute, das muss ich mir kurz notieren. Das könnte wichtig sein. Dreimal kurz. Thank you.
So, okay, das hatten wir uns notiert. Das heißt, irgendwas muss dieses Morse-Zeichen zu bedeuten haben. Und irgendwie flimmert gerade mein Bildschirm so komisch. Okay. Code. Ich glaube, ich kann es mir denken. Es könnte mit dem Morsezeichen zusammenhängen. Was haben wir uns aufgeschrieben? Wir haben uns notiert die Nummer 5. 2. Okay, das war schon mal nicht. Was könnte der Code sein? Da hinten ist das Vieh, seht ihr? Da war es gerade im Bild. So, warte mal, das Codewort sein. Schon. Bringt uns erstmal nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Kommunikationszentrale zurück. Vielleicht sind da irgendwo da. Hinweise auf den Code. Ja, gut Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Benumbra wieder. Wenn ich mir irgendwo den Code gesucht habe für diese Tür davon. Also seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Benumbra. Tschüss.